Ja, das, mir scheißegal, wollt ihr jetzt da reingehen oder nicht? Ich würde ihn gern besuchen, ja. Ja, lasst uns einen Blick hineinwerfen und das Ausmaß der Ketzerei beurteilen. Naja, dann würde mal mit großen Schritten in das den Tempelgebäude reintreten. Effort zum Gruße. Ja. Du blickst auf eine tiefschwarze, ein Wasserbecken, vielleicht ehemals als Fontänenbecken ausgelegt, aber da sprudelt gerade gar nichts mehr, nur noch schwarzes, brackiges Wasser. Und du siehst weitere Statuen, aber nicht von Effert, wohl wieder von diesem Delfin und noch weitere Statuen, die einst mal gestanden haben müssen, nun aber abgerissen worden sind. Du kannst aber noch Flossenfüße erkennen, wenn du das Ganze beäugst, und du siehst auch Inschriften neben dem unergründlichen Effort noch die Geschwister von Karybitz, Numalnoru, Galgzul und Zintorei. Nur noch diese Flossenfüße, die du erkennen kannst, da haben Statuen von den anderen gestanden. Der Putz blättert ab. Du siehst, wie einige Algen auf dem schwarzen Wasser umhertreiben. In den Ecken stehen kleine Figuren von Seeschlangen und anderen Meeresungeheuern, von finsteren Seesternen. Und wenn du dann darauf wartest, dass jemand antwortet, kannst du sehen, wie eine Frau, bleiches Gesicht, also keine Thulamidin, sondern eher, du würdest als sagen, das ist eine Albernierin, irgendwie aus Havene oder so etwas, kommt dann mit einem unglaublich bleichen Gesicht auf dich zu. Ihre Augenringe sind unglaublich groß, schwarz und blutrig unterlaufen. Kommt sie auf dich zu und gibt dir dann direkt ihre schwammige, kalte Flosse, ihre Hand. Effert mit euch! Seid ihr alleine? Nein, den Göttern sei es gedankt nicht. Seid ihr alleine? Kommt rein, kommt rein! Ich bin allein! Naja, rein ist hier vielleicht das falsche Wort. Ich sehe ja immer noch den Himmel. Ja, aber wir werden verfolgt. Passt auf! Kommt rein! Aber wir. Die Tür muss aufbleiben, aber kommt alle rein. Und wurdet ihr verfolgt? Ich werde verfolgt. Ja, mit Sicherheit. Wer verfolgt euch denn? Die Sinnegeweihten. Sie glauben, ich habe. Nein, das sag ich nicht. Sie verfolgen mich. Sind die Gesindegewalt nicht eure Freunde? Nein. Habt ihr sie beim Kartenspielen besiegt? Nein. Schlimmer. Seid ihr sicher? Ich spiele keine Karten. Oh. Vielleicht mögen sie euch deswegen nicht. Ich bin Evanora, nie Inverik. Und was habt ihr euch zu Schulde kommen lassen, dass ihr verfolgt werdet? Das darf ich euch nicht sagen. Ihr seid Fremde. Nun, wenn ich mich so umschaue, kann ich mir gut vorstellen, warum ihr verfolgt werdet. Willkommen im Effa-Tempel. Was kann ich für euch tun? Flamin deutet auf den dreieugigen Delfin. Was ist das? Der Unergründliche natürlich. Warum hat er drei Augen? Weil er unergründlich ist. Sie klopfte so ein bisschen gegen den Kopf, als wärst du dumm. Fasst mich bitte nicht an. Naja, ihr seid ja eine faszinierende Gestalt. Wüsstet ihr vielleicht, wo die örtliche Bibliothek ist? Sie zuckt zusammen. Ihr habt mich aber nicht verfolgt, oder? Wir sind gerade frisch Nein. angekommen. Dann wisst ihr es also noch nicht gut. Silemoras Bibliothek in den Königsgärten. Was wissen wir nicht? Das darf ich euch nicht sagen. In den Königsgärten, von hier aus nach Norden, durch den Nebel. Ihr müsst am Palast vom Großkönig vorbei. Aber ihr müsst schleichen, sonst hört er euch. Nehmt ihr ab und zu Rauschkräuter zu euch? Früher mal, aber jetzt nicht mehr. Psst. Vielleicht hättet ihr nicht aufhören sollen.
Ja, oder? Ja, ich denke, das würde euch nicht schaden. Ihr seid wegen Wyatt hier, oder? Woher wisst ihr das? Es ist eine Legende. Das habe ich nicht gefragt. Woher wisst ihr das? Ich sehe es. Niemand, ja. Niemand mit wachem Verstand, der hier ist, möchte bleiben. Und ihr beschäftigt euch mit diesen Schriftengräbern. Ihr wollt zur Bibliothek? Wie so viele vor euch. Dort findet ihr nur den Wahnsinn. Und wenn ja, sie mit euch reden, vertraut ihm nicht. Ja, und warum seid ihr noch in der Stadt, wenn nur noch die Verrückten hier sind? Oh, ich bin auf dem Weg. Ich werde gehen. Ich hab gerade meine Sachen gepackt. Wollt ihr es sehen? Ja, gerne. Kommt mit. Sie geht zu einem Ort weiter hinter dem schwarzen Becken, was vielleicht mal eine Sakristei sein könnte. Und du kannst tatsächlich sehen, sie zieht die Tür so ein bisschen zu, sodass du nur noch diesen Koffer sehen kannst. Aber ja, da steht ein großer Koffer mit einigen Sachen. Ich werde verschwinden. Ja, wann wollt ihr denn abreisen? Sobald wie möglich. 2 Tage oder so. Ja, und wohin? Weg. Nach Norden, nach Süden, was denkt ihr? Übers Wasser. Nach Süden erstmal. Ja, dann solltet ihr... Ja, Süden ist eine gute Idee. Sind denn noch mehr von euren Brüdern und Schwestern in der Stadt? Nein. Alle schon gegangen? Ich bin die Letzte. Oh, sehr mutig von euch. Ich komme aus Arvena. Ich glaube, die wollen mich nicht mehr haben. Naja, ihr könnt ja mal fragen. Die sagen, ich bin verrückt. Glaubt ihr das? Nee, dann würdet ihr ja nicht gehen, weil die Verrückten bleiben ja hier. Ganz genau. Sie topft die Truppe, kopft sich selber so ein bisschen gegen die Stirn. Nun ja. Ich muss packen. Ihr wollt also das Haus eures Herrn verlassen? Einfach so und ihn im Stich lassen? Er ist unergründlich. Sie zuckt mit den Schultern. Nun, ihr hütet sein Haus nicht mehr. Wenn es ihr nicht tut, dann niemand. Genau. Klug. Du bist klug. Nun, ihr seid keine Geweihte mehr, oder? Doch, doch. Ich bin nur ein bisschen nervös. Ich werde beobachtet. Ja, bestimmt, weil ihr mit euren Rauschkräutern aufgehört habt. Kann ich euch noch irgendwie helfen? Braucht ihr den Segen vom Untergründlichen? Sie streckt ihre Hände aus, relativ schnell, sodass sie euch ein bisschen erschreckt. Ich möchte zurückfallen. Ich auch. Ich glaube nicht, dass ich euren Segen haben will. Nein, aber... Ihr dürft mal eine Sinneschärfeprobe machen. Plus 15. Nice. Alle oder nur die beiden? Alle meinetwegen. Die schafft das auch noch. Plus 15 ist ja nicht. Haben wir heute eine einzige Probe gemacht, die nicht mit einer 20 drin war? Das ist relativ schwierig. Ihr seid sowieso gerade abgelenkt, weil alles um euch herum ekelhaft ist. Nicht nur sie. Also gut, dann ich werde jetzt packen. Wenn ihr noch etwas braucht, fragt ihr mal anderes. Und jetzt raus aus dem Tempel. Verschwindet! Ja, ich wünsche euch eine schöne Reise. Und dann würde ich auf dem Weg nach draußen mir einerseits selbst die Hand mit einem Taschentuch abwaschen und das dann an Zulamin weitergeben. Eine seltsame Frau. Was soll ich damit? Für euren Kopf. Wo sie euch berührt hat. Ah. Habe ich da Blut? Nein, aber ich war... Also... vielleicht seid ihr da stärker als ich, aber mich hat das ein bisschen angewidert. Danke. Sie hatte Blut an den Händen. Was?
Ich glaube, sie hat gerade jemanden umgebracht. Vielleicht war sie deswegen so nervös. Wollen wir nochmal mit ihr reden? Nein, wollen wir nicht. Ich glaube nicht, dass es uns weiterbringen würde, aber... Vor wem sollt ihr sie auch anklagen? Das ist wahr. Ist das denn überhaupt legal hier? Eine sehr gute Frage. Habe ich euch schon mal gesagt, dass ich Richter bin? Ich habe das noch nie gemacht, aber... Nun, ihr seid aber wahrscheinlich für weltliche und nicht für geistliche Dinge. Ja, bist du Richter, aber hast du es noch nie gemacht? Ich bin nicht Richter, aber das war falsch. Priodur war unser Richter. Nein, ich bin Scharfrichter. Ihr denkt an ein rundes Gefäß, mit dem man Flüssigkeit in den Container mit schmaleren Hälsen füllt. Ein Trichter. Nein, das bin ich nicht. Scharfrichter. Ein Henker. Richtig. Ich habe auch ein richtig schönes Schwert, also ein Richtschwert, aber das habe ich nicht mitgenommen. Also aufs Schiff und auch nicht nach Janka. Habt ihr denn eine ordentliche Scharfrichterausbildung genossen? Oder zumindest eine Weiterbildung im örtlichen Chortempel gemacht? Na, eigentlich hat mir Travigor nur diese Rolle zugeteilt. Ja, dann kann ich dir sagen, dass du kein Scharfrichter bist. Der Scharfrichter ist ein anerkannter Beruf, der von der Korkie geschützt wird. Und es kann sich nicht jeder Hampelmann, dem zufällig ein Schwert in die Hand gefallen ist, Scharfrichter nennen. Spuckt auf diesen ehrenvollen Beruf. Diesen Travigor werde ich mir vorknöpfen. Ich meine, ich folge ja nur Befehle. Ja, da wird sich jeder eingestellt. Während ihr draußen auf dem Platz steht und euch noch unterhaltet, könnt ihr jemanden sehen, der gerade wohl angelaufen kommt. Irgendwie ein Seefahrer, er kreist und rudert nur ein bisschen mit den Händen. Rakorium hatte recht und läuft dann weter an euch vorbei. Ich schüttle nur den Kopf. Übrigens, ich weiß nicht, ob ihr damit schon mal Erfahrung gemacht habt, aber den Verrückten zu sagen, dass sie verrückt sind, bringt in der Regel wenig. Die glauben einem nicht. Ja. Auch wenn sie verrückt sind. Ja, damit die wohl recht haben. Wo sagte sie, war die Bibliothek am Richtung Norden nicht? Nö, ich vermute irgendwohin weiter in die Richtung, da in den Nebel rein. Und irgendwie am Palast vorbei, aber wir sollten schleichen? Nun, das wird schwierig hier im Schlamm, nicht wahr? Warum denn schleichen um den Palast herum? Ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, dass sie einen sehr grausamen Herrscher haben und ihn deswegen fürchten. Aber ich glaube nicht, dass dieser Rat so wörtlich umzusetzen ist. Naja, lasst mich vorgehen. Und dann schauen wir mal, wo wir ankommen. Was haltet ihr davon? Nun, zumindest wird der Nebel unsere Schritte verdämpfen. Diese Stadt ist wirklich unglaublich. Ich wüsste nicht, wo ich anfangen sollte, würde ich versuchen, das Leben der Leute hier besser zu machen. Vielleicht hatte die Gouvernatorin recht und man sollte die Stadt wirklich niederbrennen. Aber ihr müsst euch fragen, Bitania, ob es die Stadt, die Leute verrückt macht. Die Leute, die Stadt. Da mag er tatsächlich recht haben. Ich glaube, wir sind hier die Verrückten. Das wiederum kann ich ausschließen. Eine interessante Perspektive. Nun, wenn man Verrücktheit als Abweichung von der Norm ansieht und die Norm hier Verrücktheit ist, dann ja. Nun wäre einfach, wofür wir hergekommen sind, und verschwinden wieder. Heißt das Wort denn nicht genau das? Verrückt? Also irgendwas anders hingerückt? Nicht wirklich. Ja. Naja, wie ich gehe jetzt weiter. Wer mir folgen möchte, kann sich gerne anschließen. Wer noch weiter über die Hintergründe von Wörtern reden möchte, kann einfach stehen bleiben. Wir sollten nicht alleine hier im Nebel verweilen. Wir folgen dir gerne. Danke. Du hast uns immerhin schon durch Janka gebracht und sie erinnert mich ein bisschen daran, wie es war, als wir das erste Mal ankamen. Ja, erinnert ihr euch an die Kannibalen? Ja, ich hoffe sehr, dass uns bei der Brücke dort vorne kein Überfall erwartet.
Ja, da gehen wir mit verschiedenen Hoffnungen auf diese Brücke zu. Die Königsgärten liegen etwas erhöht auf einem Hügel. Die gepflasterten Straßen und steinernen Springbrunnen zeugen davon, dass hier die wohlhabenden Bürger wohnen. Doch der Verfall der Stadt ist auch hier zu sehen. Überwachsene Mauern, brackiges Wasser, verstopfte Brunnen und verwilderte Gärten, die euch daran erinnern, dass man immer noch in Seelem ist. Ihr könnt an so etwas wie dem Palast vorbeigehen, an verschiedenen anderen Häusern von Händlern, Sultanen oder, nun, irgendwelchen anderen Sammlern und kommt dann an einem stumpfen und grauen Gebäude an. Ein gewaltiger Komplex, der im Norden der Stadt liegt. Es gibt noch einige Reliefs, die wohl von Moosen und von Schimmel zugewuchert sind. 12 Nischen jedoch zeugen von Abbildern der alvaranischen Herrscher. Die Statuen sind verfallen, zerstört oder verschwunden. Ihr könnt aber an den verrotteten Mauern und den umgestürzten Säulen das Wispern von äonenalten Mysterien vernehmen. Ein bosbaranisches Bauwerk. Einige Säulen, die noch nicht kaputt gegangen sind, die sich dumpf nach oben schieben und im Nebel verschwinden. Die Seelem Horas Bibliothek. Kann ich identifizieren, welche von den Einkerbungen für welchen Gott ist? Ist das noch möglich? Einfach aufgrund der Position, so wie sie dort stehen. Du fängst, wenn du dann vorbeigehst, an ganz links, dass auch wenn es kaputt ist, das muss Praios sein. Daneben, der Kopf ist abgebrochen, aber die Blitze in der Hand, das ist Rondra. Du siehst Effard und dann musst du raten, aber Da würde ich tatsächlich kurz stehen bleiben wollen und an der Rondra-Statue einmal dann zu Rondra beten wollen, dass sie uns beisteht in diesem Sauhaufen hier. Sulamin steht am anderen Ende der Reihe und berührt einmal mit der Hand den Sockel, auf dem vielleicht noch ein paar Zehen oder so sind, aber nicht mehr. Ich bestaune nur die allgemeine Architektur. Sie schlecht erhalten und kann nur die Kopf schütteln, wie sowas verloren geht. Solche alten Bauten. Ja, entschuldigt mich hier. Ich musste kurz die Löwin um ihren Beistand bitten. Was meint ihr, wo ist der Eingang in so einem Gebäude? Aber mir kennt euch doch mit so altem Kram ganz gut aus. Nun, ich vermute mal Richtung Hisinde. Also, wenn er Silamoros wirklich diese Gebäude gebaut hat, müssen wir dort lang, nach der Zählung. Ich würde mal in eine Richtung weisen, wo ich vermute, dass die Hisinde-Statue stehen würde. Ja, ich gehe mal vor. Sag mir Bescheid, wenn du irgendwas siehst. Und ich würde mal langsam anfangen, das Gebäude zu umrunden. Du findest einen Eingang, der offen steht. Es gibt eine Tür, aber auch die klafft wie ein Spalt in die, vielleicht nicht in die Niederhöllen, aber vielleicht in den Limbus. Klafft er offen. Aus dem Inneren ist nichts zu hören. Du hast fast das Gefühl, als würde das Gebäude auch Lärm schlucken. Selbst der Nebel um dich herum, dass du in der Stadt stehst, möchtest du fast gar nicht mehr wahrnehmen. Immerhin seid ihr in Seelem, du hast dich selbst informiert. 3000 Einwohner sollen hier wohl irgendwo untergekommen sein, aber du hörst von der Stadt gar nichts. Auch von dem Palast hinter dir nichts. Und vorne aus der Bibliothek auch nicht. Es ist fast ein bedrückendes Gefühl. Naja, jetzt ist die Frage, sollten wir uns vielleicht aneinander festbinden oder ähnliches? Das sieht mir da drin gar gespenstisch aus. Ich denke nicht, dass wir uns festbinden müssen. Wir waren ja schließlich nicht in einem Gebirge. Naja, ich vermute eher Males beziehungsweise magisches Wirken. Ich nehme gerne deine Hand. Ja, dann machen wir das so. Könntet ihr vielleicht diese Torflügel etwas aufziehen? Sie klemmen etwas. Sie sehen schwer aus.
Naja. Dann gehe ich mal vor. Also sie sind offen. Du kannst dich da auch dran vorbeischieben. Achso, okay. Dann würde ich zu damit an der Hand packen und einfach mal eintreten in diesen alten Bauwerk. Ich will die folgen einfach. Stand Peter. Im Inneren kannst du so etwas wie eine große, ehemals prunkvolle Halle erkennen. Ein großer Tresen, der halbrund vor dir steht. Da könnte sicherlich so etwas wie eine Sekretärin sitzen, die eine Anmeldung annimmt. Du siehst links und rechts weitere Büroräume, auch die verlassen. Ehemalige große Putzen, Fensterglasscheiben sind eingeschlagen. Du siehst Papiere, die auf dem Boden herumliegen. Staub. Und alles ist leer. Hallo? Ist hier jemand?